Hallo Leute, willkommen zu Vinoskaya TV. Ja, ich bin Seano 257. Okay, ist auch hier. Ja, der sitzt da und zockt und ja, wir wollen jetzt endlich diese Tür öffnen. Endlich mal. Ja! Travels Town. Und du lässt deine Finger vom Vorspritknopf, ja. Willst du nicht speichern oder so? Du speicherst jetzt sofort. Hey, was bist denn du? Was bist denn du? Du bist eine Lebenskugel. Was bist denn du? Ich bin Waffenhändler. Ja. Willst du ein paar? Nein! Hast du genug gespeichert oder nicht? Gerade eben. Cool. Ach, das ist ein Vieh. Ja, hast du nicht gesehen, was Nein! abgedämpft hat? Spul nochmal. Das habe ich übrigens nicht gesehen. Wir hatten nur mal das Menü geöffnet. Start oder Select? Geht nicht. Dann geht's ja noch nicht, keine Ahnung. Ja, mach sie fertig. Ich schaff's auch. Ach Gott, Junge. Das ist so ungewohnt. So, kann ich jetzt endlich? Nicht. Oh! Nee. Ja, doch. Ach, verdammt. Och, du Held. Double Kill hier mit Goofy und so weiter, ne? Goofy ist über. Ja, ich kann's. Jetzt kannst du, wunderbar. Z1. Z Nimm lieber das zweite. Okay, dann ich hatte das Spaten-Set. Z umbenennen. S P A T. Nein, nein, das lässt du jetzt so, genau. N Spartien Spartenset. Nein, ich da fehlt noch was. Spaten Power Set. Spaten Volker Set. Spaten F. Okay, dann lassen wir es bei Spaten F 1 2 3 oder wie? Nein. Spaten F Note. Spaten. Passt. Schön, dass du so viel Spaß hast. Ah, Karten hinzu. So, also wir brauchen. Ja. Ja, du Held. Hast du das Set schon aktiviert? Ja, gerade eben. Ach, gut. Ich gieße mir da mal Kiba ein, ne? Quasi. Ja. Nein! Okay, Herr Koch, Ja. ich muss drei Spaten los. Ach komm, den 1er schicke ich mal weg. aktiv. Worauf setzt du eigentlich am meisten bei Chain of Memories? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich setze am meisten auf, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Also auf keinen Fall setze ich auf Bosskarten. Nein, ich meinte eigentlich Kombinationen Ach oder so, ich setze eigentlich recht viel auf welche Kombination. Kombination? Eigentlich recht viel, ja. Wegen Ragnarök oder was? Generell, ich lege mir meine Kombination hier immer so am Anfang zurecht. Siehst ja schon, da ordne ich mir dann hier mein ganzes Deck. Ja. Wenn das geschehen ist, dann habe ich dann hier in den ersten 2 bis 3 Reihen immer so drei Kombinationen, die ich dann Willst du hintereinander wirklich einen wegmache. Nuller in der Kombination haben? Braucht man für Ragnarök, also. Na, Ragnarök kriegt man doch erst spät. Außerdem, ich lasse es einfach drin. Ich hatte keine Probleme mit meinem Set. Okay. Und Nuller sind recht gut zum Stechen, also aus dem Grund. Ich heb mir den Nuller immer auf. Also hatte ich immer so gemacht. Ach ja, ich weiß nur, als ich noch Spaß bei dem Spiel hatte. Mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich hatte aber Spaß, als ich Ju trainiert hatte. Und Eriko dann immer noch nicht geschafft hat. Naja, scheiß.
ist ja mit einem der einfachsten Kämpfe. Ja, komm her, du Schlurkarte. Komm her. Ich scheiß doch gerade drauf, dass wir spoilern wie sauer, aber das ist scheißegal, weil das eh niemand guckt, also den Grund. Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt einfach nur zum Rumschwollen, dieses LP. Mach dich fertig! Ja. Freeze! Ich komm mit diesem Fire! Freeze! Ich komm mit diesem Schultertastengedöns noch nicht klar. Boah, du Held, neue Stufe. Du hast so viel Erfahrungspunkte. Ja, Rutschattacke. Die habe ich kaum benutzt, muss man sagen. Ja, aber irgendwann Ragnarök. Umso schneller man die Kombination hat, umso besser. Umso schneller hast du irgendwann schneller. Ragnarök war bei 48 oder wo? Irgendwann. Ich glaube 48, ja. 48? Irgendwie war das da. Irgendwie ganz entspannt so zuzugucken. Ich muss jetzt auch gerade nicht mehr lesen, so viel wie im ersten Part. Ja, jetzt brauchst du dich eigentlich bloß zurück. Das ist richtig. Zurücklehnen und nicht scheiße machen. Ach ja. Komm, stimmt nicht. So, mal so interessant zuzusehen, wie du so zockst, ne? Wow, ja, so ein bisschen öfters. So, was ist mein Level? Theoretisch können wir ja die Speicherdaten hin und her transportieren, sodass wir dann auch auf dem. Also dann packe ich die, wenn ich zu dir komme, dann auf ein USB-Karte oder, ach, USB-Stick. Oder so, und dann könnten wir bei dir auch weiter aufnehmen. Ja. Nur bei dir ist ja mit dem Hochladen so eine arge Rückzeit. Du Held. Ach so, hattest du nicht gerade keine Karten mehr? Ja, da gibt's ja nur so eins, das nennt sich, wie heißt das? Ach hier, dieser Potter, ne? Hm, genau. Der dann wieder die Karten auf. Ja, glaube ich, nochmal. Angriffskarten. Alle Angriffskarten, ja. Ich würde auf die Sprungfeder gerne mal fahren, ich glaube. Nee, ich gehe gerne überall nochmal rum. Ja, kannst du. Du hast alle Zeit der Welt. Manchmal so genau. Außer, dass der Part dann schon wieder in 5 Minuten vorbei ist, ne? Ja. Tür auf und so weiter, ne? Voll unten in den Gegner rein, weißt du? Ja. Oh, schön. Weiß nicht, ich finde die Kombination immer so stylisch. Ich habe aber persönlich immer sehr wenig auf Kombination gesetzt, muss man dazu sagen. Habe ich am Anfang irgendwie noch nicht so gebraucht. Die späteren Kombinationen sind halt besser. Ja, es ist gerade. Ich habe erstmal ein bisschen auf HP gesetzt und Angriff und so weiter. Ist das eine Eventtür? Ja. Ich muss lesen. Ich will das aber nicht. Ich töte mir erst den Gegner. Ja, du tötest den. Tu das. Ja, Klapperritter. Die findest du doch so geil. Und ich bevorzuge das Wort für Soldat. Stimmt. Ey, Alter, wie komme ich auf Ritter? Die ersten Klappersoldaten, die sind das schon immer, auch in Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1, hier. Wie komme ich auf Klapperritter? Ein Spaten habe ich noch. Also, wir das Ganze im restlichen Part noch mit Kämpfen verbringen. Wir brauchen keinen Fortschritt in dem Part, also aus dem Grund. Ich kämpfe mal leidenschaftlich. Das ist wahr. Also ich, bevor ich in einen anderen Raum gehe, töte ich erstmal die Gegner. Ja, mach ich auch immer. Können wir bei Venus Geld TV schon über 15 Minuten hochladen? Nee, oder? Glaube ich eher nicht. Ich glaube auch nicht. Und ich habe immer sehr viel auf KP gesetzt, das will ich so. KP Kraftpunkte? Kartenpunkte. Je mehr Karten, umso mehr Kombinationen, umso mehr Spaß. Stimmt, dass ich. Na, ist schon so ewig her, dass ich das gezockt habe. Im Gegensatz zu dir habe ich ja das Original gern. Ja. Nein! Drängende Dunkelheit. Los, komm, geh mal auch nicht zur Eventtür. Hat sie auch nicht vor. Dann können wir im nächsten Part machen. So, der Part ist auch stimmt. Ich weiß ja, wann ich vorbei. Das Raum der Begegnung. Warten wir ganz kurz. Ja, doch, ich bin richtig. Ich mach ja, machen wir mal kurz einen Kampf.
Läuft's wieder? Das läuft wieder. Ja, das war ja, so ein Front von dir. Ja, ich weiß, wirklich, hier im Kampf der Frecher. Wahrscheinlich wird den die nächste Aufnahme machen, weil was weiß ich wann erst wieder. Denke mal. Ja. So denke ich auch darüber. Ja, und dann wetten, dann haben wir schon vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Mhm. Dann suchen wir ewig die Tür hier fürs Event oder so. Nee, das ist nicht. Es gibt ja Karten heutzutage. Ja, stimmt. Also nicht die Karten, die Angriffskarten, sondern die Maps, wie sie auch in der Gamersprache genannt werden, ne? Hier heutzutage gibt's ja alles. Donut auf die Welt! Wie konnte ich darum geschmackt ja, habe? Ja, ja, Donut ist schön. So wie es der Absprachcharakter. Nee, aber ja, dann können wir. Dann kannst du ja erstmal ein bisschen kurz. Jetzt, ich habe jetzt schon meine Stammkombination wieder. Irgendwie. Welche? Generell irgendwie halt kombinieren halt, dass da halt was rauskommt. Hast du mal Eis und Vitra? Ach, ja, Heilung, ich weiß jetzt nicht welcher Zauberspruch von Vita. Ist das noch Vita? Ja, das ist noch wieder einfache Vitra, ist ja nicht der fortgeschrittene. Ja, ja, ich weiß. Vitra und Vigra, aber. Ja. Wo fälschlicherweise die Jagd rauskam. Na, bei dir, ja. Das erste Mal in Birth by Sleep, ne? Ja, doch. Birth by Sleep ist aber wunderschön, das Spiel. Ja, muss ich wirklich sagen. Hab ich sehr viel Geld verbracht, bin auch schon sehr toll. Muss ich sagen, hatte ich durchweg viel Spaß auf so Aqua Story, weil ich die einfach dann nur noch langweilig fand. Jo, das. Da sprichst du weise Worte. Ja, und wir müssen gleich auch noch. Also den Kampf nur und dann hören wir auf, würde ich sagen. Oh, das können wir dann gehe ich noch mal zum Speicherpunkt. Nein, Donald! Dann machen wir ein paar Schluss und dann kannst du noch mal zum Speicherpunkt ran. Donald, nicht Donald. Nee, aber Block by Sleep. Wie viel brauche ich auch noch? 10 Erfahrung bekommen, das schaffen. Ja, die kann man machen schnell. Nein, kein Geld. Oder warten wir ganz kurz. Ja, doch, schaffen wir noch. Nee, wisst ihr, Block by Sleep hatte ich. Würde ich sogar schon sagen. Also zum Ende hin. Hatte ich weder in Birth by Sleep noch in Kingdom Hearts 2 richtig Spaß. So großen Spaß wie am Anfang. Birth by Sleep kam einfach Aqua Story und die finale Story hat mich dann auch sehr enttäuscht. Und die finale Story war ein Kampf. Es war scheiße, na gut, ein Kampf mit zwei Fahnen, sagen wir so. Und das ist für mich keine Story. Kingdom Hearts 2 wurde es erst richtig geil, dann erst ab der letzten Welt wieder und die hat dann erst wieder so richtig Spaß gemacht, weißt du, davor habe ich mich eigentlich mehr oder weniger, ja, habe ich gesagt, komm, ich zock's und ja, so 100% überzeugt war ich dann doch nie wieder. Na komm, geh mal zum... Nein, das ist der letzte Gegner. Okay, der letzte Gegner und dann kommst du. Ja, aber doch Kingdom Hearts 2 hat mir dann aber doch insgesamt schon mehr Spaß gemacht. Fand ich auch sehr viel abwechslungsreicher als Block by Sleep. Einfach aus dem driftigen Grund. Ja, Drift. Mockery-Punkte. Ja, bisher noch nicht praktisch, aber komm. Helfen wir. Ich habe da sehr viele Mann gekauft. Ja. Nein, nein! Also, na komm. War nicht irgendwo der Sprache vorne, ja. Würde ich sagen, beenden wir hier den zweiten Part von Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories und wir sind immer leiser geworden. Ja, das ist wahr. Aber ich habe ja eh kaum was gesagt oder so. Ja, du bist jetzt hier einfach nur hier und spielst und zockst euch. Noch ein wenig Kieber hier, ne? Nee, ja. Wie abgespackt. Ja, wir sind zum nächsten Part, Weinus Gerd V und Schau und so weiter, ne? tschüss.